Hallo und herzlich willkommen zurück. Bei Fallout New Vegas, ja, das ist ja die offizielle Begrüßung. Ich weiß, das guckt keiner, deswegen ist es mir auch egal. Amüsiere ich mich mit. Ich wollte hier nach Prim und da wollte ich ja nach dem Roboter gucken. Und hier war ja die RNK. Mit der werde ich wahrscheinlich mal reden müssen. Ach, ich dachte, da fliegt was. Hier, das war so komisch. Die Pixel. Ach, hey, wo wollen Sie denn hin? Der Zutritt zur Prim ist verboten. Wie egal mir das ist. Danke für die Warnung. Ich kann auf mich selbst aufpassen. Was geht im Prim vor sich? Ein paar Häftlinge aus dem Gefängnis, die Straße hoch, haben die Stadt übernommen. Alle Bewohner sind tot oder verstecken sich. Außerdem machen auch noch zwei Raider-Stämme die Gegend hier unsicher. Sie sollten besser zurück nach Good Springs gehen. Na gut, dann ist das Spiel vorbei, dann gehe ich zurück nach Good Springs und lebe da mein Leben, wa? Sollten Sie nicht die Stadt beschützen oder sowas? Würden wir gerne, aber Sie gehören nicht zur RNK. Und selbst wenn, wären wir nicht in der Lage, Sie zu beschützen. Warum können Sie sie nicht schützen? Uns fehlt die Ausrüstung, um die Häftlinge erledigen zu können. Außerdem brauchen wir Verstärkung. Sie sollten mit Lieutenant Hayes reden. Sein Zelt ist die Straße runter. Bleiben Sie westlich der Überführung, damit Sie nicht erschossen werden. Das ist sehr freundlich von dir. Westlich. Westlich. Ja, ich höre mal auf den Entdeckung Prim. Prim. Westlich. Das heißt, ich muss, ist hier ein Eingang. Jo. Hayes! Hayes! Wo bist du, Lieutenant Hayes? Ich muss mit dir reden. Wir müssen mal ganz kurz reden. Wir müssen mal reden. Was ist das, Runde? Ja, hier ist ja niemand! Ah, ich sehe, was das ist. Es ist... ohne Stimpack, aber ich nehme trotzdem alles mit. Jeder hier war anscheinend mal ein Krankenhaus, wie man ganz gut sehen kann, an dem Erste-Hilfe-Kasten, der da hängt. Hier ist auch ein Bett, das heißt, das muss ein Krankenhaus gewesen sein. Ach, hier ist der Schiss. Und bevor ich da in dieses halbherzig dahin geklatschte Lager gehe, wo Lieutenant Hayes ist, guck ich mal, ob hier sonst noch was ist. Ich glaube aber irgendwie nicht. Nee. Ah, was? Ah, hier ist ja auch noch jemand. Wer bist du? RNK-Soldat, okay. Jetzt guck ich noch in die Bruchbude da und dann, wenn hier nichts ist, dann, Ja, ich weiß, der Checker. Ich wollte hier nur rein. Mann, oh, ich bin sogar zu fett, wenn ich mich ducke. Ein Ausguck. Könnte ich hier theoretisch... Hier könnte ich aber schlafen. Es steht da rum, niemand gehört, niemand steht dabei und wenn ich das öffnen würde, wird gestohlen. Oh mein Gott! So. Ist der Ampel rot oder ist er aus oder was? Ah, ist aus. Ja. Wie Verkehrsregel war ich hier drin? Hier drin war ich nicht. Wer ist hier das hier? Hier ist auch wieder alles geklaut. Und nimmt ja natürlich. Oh, ich bin RK. Ihr dürft nichts von mir nehmen. Bäm. Da wundere ich mich, dass ich mich nicht zu Wehr setzen kann. War ich hier nicht gerade schon drin? Was ist denn mit meiner Nase jetzt los? Los. So, Lieutenant. Was liegt hier? Na, nix. Das kann man auch dann... Kampflos geben wir nicht auf. Sergeant Darauf McGee. Kann sich die Legion verlassen. Darauf kann die Legion einen lassen. Ich bin Sergeant McGee von der Armee der RNK, 5. Bataillon, 1. Kompanie. Wenn Sie mit jemandem sprechen wollen, reden Sie mit Lieutenant Hayes. Ja, wo ist er denn? Ich komme ursprünglich aus dem Hub, aber es ist lange her, dass ich ihn gesehen habe. Ist mein zweiter Einsatz hier. Gilt für die meisten Unteroffiziere hier. Hast mir direkt deinen Rang verraten. Was ist, wenn ich ein Spion bin? Dann weiß ich, ob du wichtig bist oder nicht. Lieutenant Hayes. Sir? Also, was ist übrigens der Hub? Hub. Zelt von Lieutenant Hayes betreten. Ich trete ihm mal die Decke da ein, die da vor... Was habt ihr hier gemacht? Ihr dürft ruhig... So
Eine Patrouille durch die Mojave lässt einen fast auf einen nuklearen Winter hoffen. Frisch weitermachen, Leute. Frisch weitermachen. Jetzt rede mit mir. Rede mit mir. Nein! Dieb! Das war ein Versehen. Jetzt bin ich verrufen. Scheißegal. Ich bin Lieutenant Hayes von der Armee der Republik Neukalifornien. 5. Bataillon, 1. Kompanie. Wie kann ich Ihnen helfen? Ich möchte gerne wissen, was Sie hier draußen machen. Wir wurden hierher geschickt, um den Strom von Gefangenen aus der Justizvollzugsanstalt einzudämmen. Wie Ihnen wahrscheinlich schon aufgefallen ist, machen wir das nicht so gut, wie wir sollten. Mhm. Ist mir aufgefallen. Ich habe nämlich Erfahrung. Ich bin kein Lieutenant. Ich bin nämlich General bis hin zu Oberbefehlshaber der Streitkräfte der Vereinigten Staaten von Amerika. Wo liegt denn das Problem bei Ihrer Mission? Das habe ich jetzt übrigens nur gesagt, weil ich schon so viele Spiele durchgespielt habe, wo ich so eine Erfahrung gesammelt habe, dass ich diesen Rang eigentlich verdient hätte. Die Mission ist kein Problem. Das Problem sind die Vorräte. Die Gefangenen sind besser bewaffnet und organisiert als in unseren Informationen beschrieben. Da steht Infos. Ich versuche an Verstärkung zu kommen. Vielleicht an ein paar durchschlagskräftige Schusswaffen, aber das läuft alles zu langsam. Ja, da muss man mal telefonieren. Da kannst du mal telefonieren. Die meisten Leute nennen das Ding einfach JVA, kurz für Justizvollzugsanstalt. So lernt man hier sogar. Vor einer Weile gab es einen Aufstand, bei dem die Gefangenen die Wärter töteten, die nicht fliehen konnten. Seitdem tyrannisieren sie die Gegend. Ich glaube, ich muss da mal rein und mal auf den Tisch hauen. Ich bin nämlich I'm the law. Haben Sie Informationen über die Sträflinge? Nicht viel. Sie nennen sich die Pulverbande. Ah. Hauptsächlich, weil sie den Sprengstoff, der zum Sprengen der Felsen vorgesehen war, als Waffe verwenden. Sie haben sich schneller organisiert, als ich geglaubt hätte. Zumindest die meisten. Zum Glück scheint die kleine Gruppe in der Stadt sich vom großen Teil getrennt zu haben, sodass sie nicht mit Unterstützung rechnen können. Ah, ich habe noch ein paar andere Fragen. Ich habe gerade etwas Zeit. Also, fragen Sie euch. Ich habe keine anderen Fragen. Sir? Jawohl, Sir. Ich richte übrigens die ganze Zeit die Waffe auf den. Wie kann ich die denn weg... Wo kann ich die denn nochmal wegtun? Ist ja egal. Was hier? Ne, ja, ich nehme hier schon nichts raus. So, wer bist du? Du warst ja nur eine RNK-Soldatin. So, habe ich jetzt was Neues hier in der Aufgabenbeschreibung? Daten. Aufgaben. Da sind sie lang. Betreibe das Mojave Express im Prim. Hä? Hätte ich dir vielleicht noch mal nachfragen müssen? Kampflos gehen wir nicht. Ja, ja. Darauf kann sich die Legion verlassen. Ja, ich hab dich einfach. Ja, ich wollte mal was fragen. Was tun Sie denn hier draußen? Da war doch eben noch. Das war's fürs Erste. Wiedersehen. Oh, gut. Du läufst da nur Wache. Ist klar. In einer reinkommt, läufst Wache. Ja, das ist nichts Spezielles, glaube ich. Da gehe ich jetzt mal nicht rein. Ah, ich gehe da rein. Ich bin zu neugierig. Hier könnte ich theoretisch schlafen, wenn ich wollte. Oder müsste. Jetzt gehe ich mal zu dieser Wachstation. Im Gegensatz zur Schlafstation. Und vielleicht kann der mir was sagen. Da werde ich die Brücke überqueren und mal drüben mal aufräumen. Das geht doch nicht. Dass die Häftlinge da... Oh. Da die Häftlinge dann eine eigene Achterbahn haben. Achterbahn. Ist nicht dein Ernst. Ich hätte es mir eigentlich denken können, aber naja. So ist das halt. Dann kann ich auch direkt bis zum nächsten Tag schlafen. Wir haben es ja auch schon spät. 4 Uhr, 58 PM. Machen wir mal auf. 14 Stunden, dann wären glaube ich 7 Uhr morgens. Hallo. Es ist schön, ein freundliches Gesicht zu sehen. Hätte Sie ja fast für einen Raider gehalten. Ich bin Malcolm. Malcolm Holmes. Malcolm mittendrin. Sind Sie vielleicht am Handel interessiert? Mir fehlen da ein paar wichtige Dinge und... Ach verdammt, ich kann einfach nicht lügen. Ich werde es direkt sagen. Ich folge Ihnen jetzt schon eine ganze Weile. Mhm. Hast du mal auf die Uhr geguckt? Ich hoffe, es ist 7 Uhr morgens, wann ich auch aufstehen wollte. Es fing ganz harmlos an. Verfolgen Sie mich.
Ich war wie so oft unterwegs und beobachtete, wie sie einen dieser Kronkorken mit blauem Stern aufhoben. Da sie keine Reaktion darauf zeigten, musste ich annehmen, dass sie überhaupt nicht wissen, was sie da gefunden haben. Was ist so besonders an diesem Kronkorken? Es gibt eine alte Ödland-Legende, der zufolge irgendwo dort draußen ein sagenhafter Schatz aus der Zeit vor dem Krieg ist. Diese Kronkorken mit dem blauen Stern sollen der Schlüssel zu diesem Schatz sein. Man nennt sie die Sunset Sarsaparilla-Sterne. Wo kann ich noch mehr von diesen Kronkorken finden? Praktisch überall. Am einfachsten natürlich auf ungeöffneten Sunset Sarsaparilla-Flaschen. Man könnte ja meinen, dass sie inzwischen alle leer sind, aber irgendwie tauchen immer wieder neue Flaschen in den Verkaufsautomaten auf. Manche sagen, dass der alte Festus dafür verantwortlich ist, weil er hofft, dass endlich jemand genug Sterne sammelt, um den Preis zu erhalten. Ansonsten müssen sie eben einfach suchen. Kronkorken finden sich an den unmöglichsten Stellen. Das gilt auch für die mit blauen Sternen. Ah, sie haben jemanden namens Festus erwähnt. Wer ist das? Ich glaube, ich erinnere mich, das ist irgendein komischer Automat. Man sagt, dass der Schatz von einem Mann namens Festus bewacht werde. Er ist es auch, der nach den Sternkronkorken fragt. Man sagt auch, dass er schon seit dem Krieg einsam erwacht stehe und darauf warte, dass jemand den Preis entgegennehme. Damit wäre er verdammt alt. Aber ich habe unterwegs schon Leute getroffen, die ihm tatsächlich begegnet sein wollen. Und das waren auch keine Lügner. Die hatten alle keine lange Nase. Sie sammeln also auch diese Kronkorken? Nein, das habe ich vor Jahren aufgegeben. War mir zu gefährlich. Und selbst wenn ich es täte, würde ich es ihnen nicht verraten. Da draußen gibt es Leute, die derart verrückt auf der Suche sind, dass sie Fremde schon auf den Verdacht hin angreifen, sie hätten solche Kronkorken. Ich kann dich auch ummieten und in deine Hosentasche gucken. Wenn da nichts ist, dann hast du halt Pech gehabt. Und ich hab halt ein bisschen Pech gehabt, aber... Von was für einem Schatz reden wir denn hier eigentlich? Niemand weiß das. Geld, Waffen, Wasser. Es ist oder war irgendetwas Wertvolles. Und das reicht, um die Leute zu motivieren. Ich glaube, das war nix. Danke für die Infos, aber ich werde jetzt mal gehen. Kein Problem. Wenn Sie weiter Sterne sammeln, dann hüten Sie sich vor einem gewissen Alan Marks. Er hat schon Leute wegen ihrer Sterne getötet. Ja, den töte ich. So, Malcolm Holmes. Jetzt gucken wir mal auf die Uhr. Hier, ich bin nämlich noch nicht ausgeschlafen. Du blöder Ficker. 8 Uhr abends, Hammert. Du Arschloch. Mann. Weiter schlafen. Aber irgendwie hatte ich jetzt das, die Verkuppelung gar nicht geheilt. War das, weil ich unterbrochen wurde, oder geht das immer mit dem Schlaf? Ah doch, ich wurde unterbrochen. Danke, Malcolm, du Wichser. Wenn ich dich wiedersehe, dann töte ich dich. Malcolm! So, was liegt denn hier? Leere Sunset Sarsaparilla Flasche. Hier, das könnte eine Mine sein. Hier ist auf jeden Fall eine Mine, warte. Meine! Da ist noch eine. Ich aufpasse natürlich noch eins. Ich bin versteckt. Jetzt muss ich überlegen, was ich für eine Waffe nehme. Ob ich da einen Schuss finde oder Kleinkalibergewehr nehme? Also, das macht Schaden. Die macht Schaden auf jeden Fall 10. Ja, ich nehme die Pistole. Davon habe ich auch am meisten. Geschisse. Alter. Die Musik, die klingt nicht sehr einladend hier für den Ort. Jetzt auch die Frage, wenn ich jetzt. Ist niemand. Ich kann ja einfach mal cheaten. Ich will den Roboter auf jeden Fall haben. Deputy Beaglesheim. Deputy Beagle ist wohl zu Hause, aber schläft noch. Ich darf auf jeden Fall nicht rein. Ich erkunde und werde bei Gelegenheit jemanden töten. Keine Sorge. Da vorne sind bestimmte Leute. Ich befinde mich im Inner Circle. Im Circle des Inneren. Im Circle des Inneren. Im Ministerium fürs Innere.
Müll. Brauche ich nicht Kaffee, Tasse Kaffee gibt es nicht mehr. Er ist tot. Was? Nein! Ich will diesen Roboter. Der kann doch wohl wirklich nicht da hinten in den Dingen sein. Tür nach Sheriffsburg von Prim. Hallo, ich bin's, Flaschenlimo. Ist ja alles leer. Ne. Ich müsste mir eigentlich mal wieder, so wie sonst auch immer, die Stellen merken, wo ich den Klebeband kriege. Werde ich mir wahrscheinlich auch nicht behalten können. Ist nix, Schreibtisch ist leer. In Fallout 76 würde ich jetzt zuschlagen. Aber hier... Oh, hi. Oh, hi. Warum... Oh. Oh, ihr seid ja Tote. Oh. Oh! Oh, der Sheriff ist tot. Da mache ich erstmal gerade Licht an. Aber sonst ist hier nichts. Ja, der Sheriff ist tot. Dann, hätte ich wohl das Geschäft übernehmen müssen, wa? Oh, die Ladezeit. Da. Du hängst im Boden übrigens. Ernsthaft? Komm her. Komm her, du. Na los! Was, der schmeißt Sachen? Ah! Du Arschloch. Baller zu viel Muni. Ich muss direkt eigentlich anfangen, damit zu sparen. Ach so. Oh, den Mist. Ich wollte doch eine Mutalo-Mod einbauen. Scheiße, hab ich vergessen. Das können wir auf jeden Fall ja alles bauen. Hat Hackebeil bauen auch. Jede Hülse auch immer schön alles mitnehmen. Söldner-Unruhestifter-Outfit. Ich könnte mich ja verkleiden. Ich werde mich verkleiden und alle töten. Oder so. Söldner, Charmeur, Unruhestifter. Nee. Waffen, da kann ich doch bestimmt was reparieren. Hier, Hackebeil zum Beispiel, da kann ich reparieren. Und im Notfall einsetzen. Genau wie das Kleinkalibergewehr. Wie viel Schuss habe ich dafür? Alter. Nachladen. Und jetzt werde ich den Außenbereich hier erstmal säubern von Schweinen. Ich glaube, da ist der Roboter drin. Ich bin mir nicht sicher. Mojave Express Lieferauftrag 4 von 6. Nimm ich mit. Karawanisten-Outfit lasse ich liegen. Nash Wohnhaus. Ich gehe da rein. Ich habe mein Charisma mal von einem Vitomatic Vitalitätstester messen lassen. Da schossen Flammen aus dem. Einige der Servomotoren müssen rekalibrieren und ersetzt werden, aber es sieht ganz aus, als ob man den Roboter reparieren kann. Reparieren von mindestens 65 erforderlich. Oh nein! Ah, das ist der Roboter, glaube ich. Und ich habe nicht die notwendige Reparaturfähigkeit, Kenntnis. Statt Fähigkeiten. Reparieren habe ich nur 19 und Wissenschaft habe ich nur 17. Ich muss Level steigen, Leute. Habe ich das denn gemacht? Habe ich gecheatet? Ne, auf der Playstation habe ich das gespielt. Da konnte man nicht cheaten. Habe ich auf legale Weise gemacht. Hier wohnt doch jemand. Nash. Vielleicht gibt es ja noch einen anderen Roboter.
Ich hoffe, ja, das war der da drin. So, gut, dann gehe ich jetzt mal hier lang. War da nicht gerade was? Hallo! Ich bin es doch nur Flaschenlimo. Hier war doch gerade. Aha! Aha! Rakete. Kaliberpatrone. Rakete brauche ich jetzt eigentlich nicht. Wer hat sich das hier eigentlich ausgedacht? Als das Haus noch stand, waren diese Fenster so dicht beieinander. Also, irgendwas stimmt da nicht, Leute. Vicky und Vance, da gehen wir jetzt rein. Und danach gehen wir da hinten zum Lucky Casino. Gucken, ob ich das überleben werde, aber ich glaube schon. Das ist vielleicht sowas wie in Fallout 3 der Super-Duper-Markt. Ich weiß nicht, was sie nach Prim geführt hat, aber ich rate ihnen, wieder zu verschwinden. Die Stadt ist erledigt. Nein, wer sind sie? Johnson Nash ist mein Name. Bin der Mann von Ruby Nash. Wir leben seit fast 8 Jahren in Prim und sind gemeinsam durch dick und dünn gegangen. Ich bin eigentlich Händler, aber in letzter Zeit gibt es nicht viel zu tun. Außerdem führe ich die Niederlassung des Mojave Express hier. Ich bin ein Kurier des Mojave Express. Tja, ich habe im Moment keine Arbeit für Sie. Tut mir leid. Ich habe ein Paket verloren, das ich hätte ausliefern sollen. Ich werde Ihnen sagen, was ich kann. Haben Sie vielleicht einen Lieferauftrag? Oh, warte mal, wo ist denn meine Sendungsbestätigung? Oh, Sie reden also von einem dieser Pakete. Der Job war von Anfang an irgendwie seltsam, aber wir sind auf die Kronkorken angewiesen. Erzählen Sie mir von dem Auftrag. Ich habe mein Gedächtnis verloren, als mir 5-mal in meinen Kopf geschossen wurde. Dieser Cowboy-Roboter wollte 6 Kuriere anheuern. Jeder sollte etwas anderes transportieren. 2 Würfel, eine Schachfigur, sowas in der Art. Ich sollte beim Expressbüro im Hub 7 Kuriere anfordern. Was ist das Hub? Und zwar offenbar nur, um Nippes zu transportieren. Spielkarten, Würfel, Schachfiguren, so Kleinkram. Und dann dreht er sich plötzlich um und sagt, dass er 6 Kuriere will, nicht 7. Hä? Ah ja, bei Fallout New Vegas war das, glaube ich, schon auf der PlayStation so, dass die Synchronisation und die Untertitel ein bisschen nicht so ganz passen. Also wenn ihr das jetzt nicht gemacht habt, dann lest einfach nochmal, spult nochmal zurück und lest das nochmal, was da stand. Ich konnte das jetzt nicht mitlesen. Einfach nochmal zurückspulen und weil das passte nicht zu dem, was da stand, was der gesagt hat. Er zog zurück? Ja, hat ganz komisch geguckt, als er ihren Namen auf der Liste gesehen hat. Hat mich entgeistert angeschaut und gefragt, ob der Name wirklich stimmt. Ja, heißt schon Flaschenlimo. Ich habe ihm gesagt, dass sie todsicher noch leben. Da hat er den Job einfach abgelehnt. Hab ihn gefragt, ob er sich da ganz sicher ist. Nein, Kurier 6 soll das Paket abliefern, hat er gesagt. So, als würde sich die Mojave um sie kümmern. Und dann ist er einfach verschwunden. Wissen Sie, wer er war und wo er hin ist? Keine Ahnung. Aber er muss sie wohl gekannt haben, so wie er sich verhalten hat. Er hat sich sogar gutes Geld durch die Lappen gehen lassen. Hoffe mal, er hat keine Probleme mit ihrem Paket befürchtet. Vielleicht dachte er auch nur, dass ihr Name Unglück bringt. Er weiß. Mann, da war schon wieder ein Fehler in den Untertiteln. Mann hat mir den Chip geklaut. Ein Mann im karierten Anzug und seine Schläger. Kamen die hier vorbei? Jetzt, wo Sie es erwähnen, jemand aus der Stadt war vor ein paar Nächten draußen auf der Suche nach Brauchbarem. Er meinte, er hätte einen Typen mit einem schicken Anzug und ein paar dieser Großkernschläger gesehen, die über einen Chip redeten. Einer dieser Männer hat mich angeschossen. Ich muss wissen, wie ich sie am besten einhole. Da sollten Sie sich am besten an Deputy Beagle halten. Er hat Sie beobachtet, seit Sie aufgetaucht sind. Und er war beim Bisons Tief, als Ihr hübscher Freund hier vorbeigekommen ist. Vielleicht hat er auch mitbekommen, wohin Sie wollten. Ich will den Sheriff als Mann. Halt die Quest. Ich würde gerne noch was anderes fragen, und zwar... Ich habe sonst nichts weiter vor. Das hat er mir auch gerade gesagt. Ich wollte noch ein paar Fragen zur Lieferungsstelle, die ich übernehmen wollte.
Wie kann ich Prim helfen? Im Moment ist Beagle der Einzige, der hier für Ordnung sorgen könnte. Aber er sitzt im weißen Steve fest. Am besten, sie holen erstmal seinen feigen Hintern da raus. Okay, mach ich. Haben Sie was zu verkaufen? Ich wollte ein paar Fragen nach Prim. Wollen Sie eine Runde Karawane spielen? Zeit, dass ich gehe. Bis später! Bis später! Boah, ich hätte gern einen Roboter. Audi. Audi. Ja, ich erinnere mich jetzt, wo ich das hier sehe. Prim Slim. Ja, ich muss auf jeden Fall hier rauskriegen, wie ich einen Roboter kriege. So, Lucky Casino und im Bisons sitzt der fest. Wo ist denn der Bisons? Wo ist das Bisons? Ist das auf der anderen Seite von der Bude hier? Warte, wie ist die ganze Geschichte hier? Achterbahn. Da hinten ist das Bisons. Ach so. Ah, ich dachte, das heißt Lucky Casino, aber das ist. Das heißt gar nicht so. Das heißt Bisons Steve. Und Bisons Steve werde ich jetzt besuchen. Und räumen! Ich bin der Gerichtsvollzieher! Jetzt hab ich. Was? Triff doch mal. Oh ja, das eine war. Nicht schießen. Ah! Da ist der andere Kollege. Hat sich aus dem Staub gemacht. Und hat dich meiner Lust überlassen. Leicht. Um dieses Terminal zu hacken, mit einer Wissenschaftsfähigkeit von 25 erwartet. Ich bin da. Flaschenlimo. Ich komme dir jetzt um die Ecke. Oh Mist, du bist ja. In den Kopf rein! Ich brauche ein Bettchen. Ich bin verletzt. Alles nehmen. Ich speichere mal. Müssen wir sowieso öfter machen. Ja, ich mach 9. Bevor hier was wegen der, dass ich was nicht aufnehme oder so. Oh, nach hinten. Nach hinten. Ja, komm mal hierher. Komm doch einfach mal hierher, hm? Wie wär denn damit? Kommst du oder nicht? Ich schieße in ein Köpfchen rein. Ne. Ah, doch, einmal. Nee, der rennt einfach weg. Ich wollte mit dem Spiel. Körkchen. Und noch mehr Körkchen. Ich muss immer die Map da unten im Auge behalten. Schwer. Noch mehr Korken. Ah. Nehme ich mal mit. Endlich noch ein Teddy. Gegenstände. Die 9mm Pistole werde ich auf jeden Fall mal reparieren. Jetzt ist sie nämlich fast wieder 100% fertig. Werde ich auch reparieren. Den werde ich auch reparieren. Außerdem sparen wir halt so. Dingens. Platz. Hier auch. Charmeur. Okay. Nee. Fogwings Baseball Mütze. Wieso habe ich die? So. Ich würde mich gern heilen. Das hier ist anscheinend, das Souvenirabteilung. Da gibt es nämlich Teddybären. Was ist das? Nix. Aufzug, glaube ich. Was
du? Oh, hier. Alte Leute, aber... Aha. Aha. Ja, komm mal rum. Na, reicht schon? Nee. Ist da jemand? Ja, ich... In deinen Schädel rein. Triff doch mal den Kopf, Alter. Oh, Mann. Nee, 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 nee. Da wollen wir hier... Ein bisschen vorsichtig sein. Ein bisschen aufpassen. Oh mein Gott. So, endlich. Abtrünniger Pulverbandit. Ist der dann nicht freundlich eigentlich, wenn er abtrünnig ist? Ah ja, Level. Was hast du denn vor, hm? Ah, du wirst mich hauen. Aber da hast du einen falschen die ausgesucht. Nee. Ach ja. Auf jeden Fall reparieren. Oder vielleicht. Fertigkeit reparieren, können Sie Waffen und Kleidungsstücke in Schuss halten. Je höher die Fertigkeit, desto besser ist auch der Ausgangszustand selbst hergestellter Waffen. Und wissenschaftlich auch. Ich weiß nicht, ob ich jetzt alles auf eine Karte setze oder angemessen verteile. Da habe ich gespuckt fast. Ich werde auf jeden Fall... Reparieren war, glaube ich, auf 55, ne? Oder, ne, 65. Und Wissenschaft auf 55. Ich muss nämlich auch die Schusswaffen und so weiter leveln. Ich will nicht so lange warten, bis ich mir den Roboter holen kann. Den hatte ich nämlich relativ früh schon. Deswegen mach ich das einfach mal so gut. Schadet ja nichts.